Alola, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier in der Pokémon Ultrasonne Egglock. Im letzten Part sind wir hier auf dieser Farm angekommen. Und nun geht es weiter, weiter, weiter. Ich habe mich hier offscreen schon ein bisschen umgesehen. Eigentlich schon alles mir angeschaut. Ein paar NPCs habe ich noch nicht angesprochen. Aber ist ja wurscht. So, dann würde ich sagen, wir knuddeln mal wieder ein paar Pokémon. Ein New Newcomer. Wenn man das so sagen kann. Jo. Komm her. Siedeli. Weil schließlich ist heute die, ja, letzte Gruppierung an der Reihe. Die letzte. Wo Lucky, wo das Morabel die Führung übernommen hat. Schauen wir mal, wie die sich schlagen werden. Die sind jetzt vom Level her jetzt nicht so hoch wie jetzt die anderen Teams. Aber wir haben hier jetzt auch schon zwei. Hallo. Meinst du niedlich? Tradla. Wir haben ja auch mit Gürkchen und mit Echo zwei erfahrene Leute hier. Moin, du niedlich. Und du kannst einklatschen, habe ich gesehen, komm. Oh, so niedlich, batsch, batsch. Oh ja, so muss man einen Part beginnen. Natürlich darfst du numsen. Ach, ich kann es kaum mehr erwarten, endlich das Glurak zu bekommen. Please, gib mir den Glurak, please. Weil dann, glaube ich, wird recht schnell diese eine Insel da freigeschalten. Und das brauche ich. So. Das ist unser Team für heute. Ähnlich wie schon im letzten Part hier zwei alteingesessene Leute hier. Zwei Newcomer und zwei New-Newcomer. Wobei, Drassler haben wir auch schon etwas länger. Aber ist trotzdem noch ein kleines Etwas. So, jetzt geht's ab zur nächsten Route, Encounter. Allerdings ist das Wichtigste wahrscheinlich hier, die Trainerin. Alter. Ich hoffe mal, Lucky schafft es. Eigentlich wollte ich mit Gladi rangehen. Ich habe gut geschlafen und gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Ich habe ein bisschen Schiss vor dir. Dann probier's halt mit Lucky, weil ein Zug mit aus... wechseln möchte ich hier nicht verschwenden. Wenn es die gleiche Trainerin ist, ja. Ich habe halt Flashbacks an meinen Sonne-Let's Play und da wurde die wahnsinnig gefährlich. Macht sich Sorgen um was? Naja. Setz einfach Lebensschuss ein. Jadna, ja, wir greifen glaube ich jetzt speziell an. Das ist ja noch nicht das Brandgefährliche hier. Sondern wenn sie Schärfe oder wie auch immer die Attacke heißt, einsetzt. Jep. Weil das Viech ist wirklich nicht down zu kriegen, kann man sagen. Und wenn es sich dann hochbufft und dann dich mit einer Step, keine Ahnung, Steinwurf oder so trifft, dann heißt es Ripperoni. Und natürlich hat es noch eine Top-Genesung. Hatte sie das in Sonne schon? Ich weiß gerade nicht. Wenn nicht, dann ist das jetzt natürlich noch ein bisschen schwerer geworden, die ganze Geburt hier. Weil sie sich ja hochheilt damit. Naja, aber mit Lucky braucht man sich hier auch nicht anlegen. Und jetzt Volltreffer. Lucky sagt auch, ey. Brauchst keinen Schiss zu haben. Tja, was jetzt? Ach ja, jetzt beginnt das wieder. Dum-dum-dum-dum. Yay, sie leveln alle hoch. Absorber kannst du. Okay, okay. Superschall trifft bei den Gegnern immer zu 100%, aber wenn wir das einsetzen, nie. Deswegen lasse ich das mit Superschall. Alter. Ja, Kira hat hier anscheinend doch sehr, sehr viel dazugelernt bei dem Kampf. Oh weh, mit vollem Magen sollte man nicht kämpfen. 3000. Give me the money, please. Oh, wie schmutzig er geworden ist. Du Dusselgur. Wo packen wir dann eigentlich dieses Tuch wieder hin? Das muss jetzt ja voll dreckig sein. Aber wir sind ja unterwegs, also... Keine Ahnung.
Vielleicht nimmt der Lucky das Tuch in den Mund und das ist dann wie so eine Waschmaschine. Ich weiß ja nicht. Kannst du eigentlich auch einklatschen, Bro? Und die anderen haben, glaube ich, nicht gefightet, ne? Nö, nö, nö. Gut. Gut gefightet, Bro. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen, aber mir gefällt die Idee mit den drei Gruppierungen. Dass die sich da fighten. Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Heißt also, ein Kampf nach dem anderen. Da sind die zwei Turteltäubchen. Und jetzt quasselt mich jemand an. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit, es ist gerade ein Kapitän hier. Ein Captain. Die Laufanimation, schaut. Sehr, sehr lustig aus, sagen wir jetzt mal. Wie so Naruto, ne? Dieser Naruto ran. Wie geht's? Wie steht's? Kumomilch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man daraus machen kann. Oh, unbeschreiblich gut. Jetzt packen die Milchtank ihre Zitzen und attackieren dich damit. Spielen Feuerwehr. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Achso, Bissbark. Ja. Mit dem Bissbark-Detektor, ja, du kennst das schon. Aus dem vorherigen Spiel. Was heißt vorheriges Spiel? Egal, spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegen einiges vergraben. Ja. Warum ist das eigentlich vergraben? Am Plätscherhügel hinter Route 5, gute Freundin Tracy, grüß sie von mir. Hat sie das in Sonne auch gesagt? Weil dann hat man ja eigentlich schon im Vorhinein geklärt, dass, also in Sonne meine ich natürlich. Dann hat man das schon im Vorhinein geklärt, dass das eine Sie ist. Ich war ja dezent verwirrt, ob das jetzt ein Er oder eine Sie war. Ich kann dir sagen, wie oft wilde Pokémon, gegen die du bisher gekämpft hast, Hilfe herbeigerufen haben. Woher ich das weiß? Tja, das habe ich einer wundersamen Maschine von einem ebenso wundersamen Wissenschaftler zu verdanken. Mal sehen. Ja, einfach so wundersam alles. Also, so Klemmerschicken zum Beispiel. KP sinken. Ja, ja, ja. Zitterorbs. Okay. Lalalalululululul. Verwende sie. Ja. Möchte ich jetzt aber nicht. Interessiert dich, warum im Zentrum von Akala keine große Stadt steht, sondern eine weitläufige Farm? Nicht wirklich. Ist das nicht eher normal bei so Insel oder bei großen Kontinenten, ne? Australien zum Beispiel, dass eher an der Küste alles ist und in der Mitte eher nix? Also wundern tut's mich nicht. Nee. Oh, dann verzeiht die Störung. Oh, dann laber halt. Ohana ist einer der ersten Orte, der im Zuge der... Ist da ein Sticker im Wasser? Hey, pass auf! Der im Zuge der Erschließung Alolas besiedelt wurde. Zoom in dramatischer Auroros. Dreht sich dann um und hat voll das dörpige Face. Als es unsere Vorfahren auf die Insel Alolas verschlug und sie beschlossen, sich hier niederzulassen, war das Land nicht bewohnbar. Also kultivierten unsere Vorfahren zusammen mit den Tauros, die sie mitgebracht hatten, das Land, wie sie es zuvor bereits in ihrer alten Heimat getan hatten. Und damit sie die Dankbarkeit gegenüber ihrer Tauros nicht mal vergessen haben, sie ja Dankeschön. Darf ich nicht mit dir spielen? Oh. Das Wuffels, das ich per Tausch von einem Freund erhalten habe, will einfach nicht auf mich hören. Darf ich's haben? Hätte ich doch nur mehr Stempel auf meiner Inselwanderschaft gesammelt. Das wäre auch mal ein Aspekt. Den hätte man vielleicht auch einbauen können mit einem anderen Rivalen, der das versucht. Vielleicht so ein arroganter Rivale und voll auf die Schnauze fällt und einfach nicht, ja, die Inselwanderschaft zusammenkriegt. Und dann mitten... bei der Windelwanderschaft abbrechen muss. Das hätte eigentlich auch was, nicht?
Oh nee. Wisst ihr was? Ich jetzt mal hier versuche abzusteigen und meschen, 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 meschen. Mal schauen, ob das funktioniert. Tauros! Was ist mit dem los? Das Tauros, da ärgerst du besser nicht. Von dem fängst du dir ganz schnell einen Tritt ein. Tauros sind ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon, aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist das auch kein Wunder, denn es ist schon ganz neu hier, noch ganz neu hier auf der Farm. Ja. Eigentlich würde ich gerne über Pokémon-Mobil nutzen. Ja, aber ich kann es ja nicht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Du hast Sorgen. Kümmer dich mal ums Tauros. Ich schätze, das ist ein Fall für die Herrin des Hauses. Oder besser gesagt, der Herrin der Farm. Die hat ein Händchen für sowas. Nennst du dich so? Ich? Mich? Ich rede doch nicht von mir. Herrin der Farm, das passt für ein schwaches Wesen wie mich nun wirklich nicht. Jetzt wird's voll Depri. Aber du hast natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Killen das Taurus, damit sie wenigstens irgendeinen Nutzen ziehen können. Also mit dem Fleisch und so. Wir haben jetzt die Herrin der Farm. Wir brauchen die schon richten irgendwas. Ja, gut. Da haben wir sie ja. Die Herrin der Farm. Miltank. Miltank. Spielt's wieder Feuerwehr. Ja, wenn Miltank hier erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspenstige Taurus ganz schnell und ist auf einmal so handzahm wie ein Voltilam. Miltank! Miltank! Ross! Milt! Da! Jetzt geht's einfach wieder. Da hört sie. Mit so einem störrischen Tauros ist überhaupt nicht zu spaßen. Sieht aus, als bekäme da selbst die Herrin der Farm so ihre Probleme. Wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal ein wenig überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, du kleines Mädel. Lass dich mal hier überrennen von dem Tauros. Okay? Und damit ist diese Sache auch geklärt. Hurray, hurray. Tau, tau, tau. Heißt das, dass man hier surfen kann? Ist das nicht ein neuer Ort? Is this the possibility? Ja. So, und hier gibt es überall noch irgendwelche Items. Da sieht man, ich glaube, hier auf diese Art und Weise ist es besser, ein Item zu ergattern. Nicht das Auf- und Absteigen und alles drum und dran. Ja, vielleicht schon, aber irgendwie ist das mir zu kompliziert. Na gut, dann lassen wir es. Gut. Ja, das ist ein neuer Ort. Nein. Oder? Es kommt kein Schriftzug, also ich befürchte ja es. Weiter. Ja, schauen wir mal. Für uns ist es jetzt sowieso wurscht, weil wir noch keinen Surfer oder so haben. Ja komm, Gladi. Du kannst ja mal versuchen, das Pokémon zu fangen. Das wird ein Sticker. Schon müde am Briefchen. Aber zuerst heißt es Pokémon fangen. Und? Mann, wie süß. Wie süß. Ein flauschiges Flauschi-Flausch. Schauen wir mal, ob man gegen dich... Ja, komm, Zornklinge solltest du aushalten. Daumen! Hat doch ein bisschen mehr abgezogen als gedacht. Ja, komm, versuchen wir einfach, einen Pokéball zu werfen. Dann haben wir einen weiteren Counter. Ui. Aha. Hooray! Dom die Labbegibibibubu. Gut. Ich würde sagen, nördlich Route 5,
noch eins und dann würde ich wieder Pokémon tauschen. La 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 la. Ja, komm. Ein Voltilämpchen. Kleidung aus Voltilamps Wolle erfordert eine spezielle Verarbeitung, da sie ansonsten zu elektrischer Aufladung neigt. Ja, Sädleble, sag ich nur, Sädleble. So, was hat denn unser lieber Sebi hier wieder geschrieben? Ach ja. Brumm. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Ja. Würde schon sagen, ja. Hallo! Der Züchter. Mit ein Pampulli. Das sehe ich jetzt gerade nicht so gern. Was sind das für ein Fliegenviech? Geh weg. Ich nehme hier auf. Lass mich. Geh weg, du doofen Viech. Nee, da probiere ich erst gar nicht. Das irritiert. Das fliegt so ekelhaft vor meiner Nase herum. Das kann schnell passieren. Einmal den Mund aufgemacht und eingeatmet und dann hast du es schon im Hals stecken. Ja. So, Echo. Oder Echo eigentlich. Echo. Aber nee, Echo. Genauso wie bei Ocho. Ocho Lightning aus Inazuma Eleven sage ich Ocho und nicht Ocho. So sollte man das eigentlich aussprechen. Aber das ist ja wurscht. Dieser dramatische Zoom-In. Also Echo passt irgendwie sehr, sehr gut zu Noise. Mit dem Lächeln. Bäh. Weiter so, yes. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ah, da kann ich mich gleich um dich kümmern, oder? Nach der Attacke. Alter, die Flinkklaue, ey. Schauen wir mal, ob es funktioniert, dass man die Pokémon dann streicheln kann. Das gab's ja auch schon mal. Jetzt nicht. Vielleicht habe ich es ja falsch gemacht. Da-da-da-dum. Schon Level 15. Jo. Es reicht wohl nicht. Nein, es reicht nicht. Los! Ich hätte mir den Schlamm jetzt vorgestellt. Ja, gut. Zuerst das Gesicht. Obwohl ich das erste als zweites gemacht habe. Oh, so niedlich. Irgendwie, wenn es den Mund dann so aufmacht, schaut das so aus, zumindest hier, dass sie so Bäckchen hat. Kommt das nur mir so vor? So niedliche Bäckchen. Oh, so rote. Na, rote waren es nicht, so weiße waren es eher. So weiß-rosa. Ich glaube, hier sollten wir jetzt eigentlich eh gleich zu einer Heilmöglichkeit kommen. Bim, 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 bim. Oh yes. Auch interessant, das merke ich jetzt eigentlich erst so. Im Hintergrund gibt es ja den einen Vulkan zu sehen gerade. Ich glaube, den werden wir dann auch einen Besuch abstatten. Heil mich! Das schicken wir unsere Pokémon raus und alle Pokémon nuckeln an den Sitzen. So gehört es sich. Willkommen! Was? Kann das sein? Alter, so viel von euch! Du da, benutzt du da. Okay, wenn du meinst. Achso, das meinst du. Egal, nee. Hallo. In anderer fernen Regionen gibt es einen Eindruck, dann weiter. Die eine rülpst da einfach so. Weißt du was, wir kümmern uns um wundersame Eier und wo wir gerade heute haben und gefunden. Oh. Geschenkte Pokémon gelten auch als ein Encounter. Und das ist für mich ein geschenktes Pokémon. Dann kann ich ja ein Ei mit einem Ei tauschen. Oh la la! Dann habe ich ja noch mehr Encounter hier. Also gut, dass ich mich nochmal drum gekümmert habe. Was wohl im Ei steckt, gib mir Ruhe. Lass mich. Was? Nein! Oh, Moment.
Das. Nee. Ich glaube, das ist eh nicht wirklich nötig hier. Ja, es dauert ein bisschen das Ausschlüpfen, aber hey. Okay, dann geht's halt vielleicht 1-2 Minuten schneller. Oh, ja. Ich habe keinen Stress. Weil ich muss schon sagen, ich würde mir hier gerne noch das Pokémon fangen und erst dann wechseln. Alter. Naja, schauen wir. Alter! So. Schauen wir mal, vielleicht kann ich noch Nutzen ziehen. Dom, di, di, man, dis, dum, di, di, dum, di, di, dum. Dann heißt das 3 neue Encounter und nach der Prüfung, oder? Nein, vielleicht, schauen wir mal. Das müsste ich mir dann nochmal anklotzen. Ich traue mich dann nicht anzugreifen. Aber ich kann nicht wirklich jemanden reinschicken. Das ist ein bisschen blöd. Indeed, indeed. Also Durchbruch vielleicht. Komm schon, du hältst es aus. Dankeschön. So, ich muss mir auch jetzt schon Gedanken machen. Im nächsten Part könnte es eventuell schon die Prüfung geben. Ich habe schon gehört, dass es andere Pokémon, Totem-Pokémon, Herrscher-Pokémon geben könnte. Wenn das hier der Fall ist. Hm, welche Wasser-Pokémon gibt es denn hier? Das Pokémon von... wie heißt der denn im Deutschen? Gasma. Das kann ich mir nicht vorstellen, das Käferwasser. Die Spinne kann ich mir schon vorstellen. Oder halt wieder dieses Lusardin. Ich würde sogar sagen, Lusardin und dieses Spinnenviech, die sind beide ekelhaft zu bekämpfen. Besonders das Spinnenviech, weil ich da schlecht zum Beispiel mit Pflanze rangehen kann. Das muss ich mir noch überlegen. Weil es ist schon jetzt wichtig, irgendwie rauszufinden, mit welchem Team ich als nächstes spielen soll. Vielleicht mit Panzer Aeron? Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Allerdings heißt es jetzt 3 Encounter und rüber wechseln. Das mache ich natürlich jetzt wieder offscreen. Gut, gut, gut. Also, bis gleich. Das hat auch wieder ziemlich lang gedauert, also ich merke nichts von dem Effekt. Oder dieser Trick funktioniert nicht mehr so gut. I don't know, aber ich kann nur sagen, es hat ziemlich lang gedauert. Naja, das Ei von Leon. Was erwartet uns hier? Und... das war irgendwie zu erwarten. Dam, di 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 di. Ich wollte es nicht sagen, ne, nach dem Sinn. Ja. Vielleicht ein Flemmli? Flemmli. Habe ich aber nichts dagegen. So. Jetzt öffne ich einmal. Das ist Leon 1. Natürlich. So. Auch interessante Namen. Asine. Asine. Was? Asine. Nicht Artine, sondern Arsine. Ich kann nicht. So, Arsine. Okay. Arsine, Arsine. Arsine. Ich sag Arsine, mir egal. Weiblich wäre Queen Leona. Ha, die Flashbacks. Ach ja. Gut. Dann auf zum nächsten Ei. Das müsste das Ei von Neil sein. Und dann kommt das Ei von Karma. So, das nächste Ei kommt vom Neil. Und?
Was erwartet mich hier? Spannung, Spannung. Wablu, so niedlich. Wablu. Beschreibung. Ja. das ist Nummer 2. Ja, das ist ein perfekter Name. Perfekter Name für ein flauschiges Monmon. Es ist weiblich, also flauschig. So, ich probiere erst gar nicht mehr mit dem Stick. So geht's viel schneller. Flauschi. So. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten Pokémon. Und ich muss auch hier an dieser Stelle schon sagen, dass ich hier diesen Ort nicht mehr benutzen werde. Fürs Eier ausbrüten. Der ist erstens mal anstrengend für den Finger. Zweitens bricht's dauernd ab, wenn ich dauernd so Kreise ziehe. Naja, man kann schon sagen, von links oben nach... Na, sagen wir von einer Uhrzeit her, wenn wir hier den Stick haben, sagen wir von 10 Uhr bis 3 Uhr. Dieses Stück vom Schiebepad funktioniert nicht. Oder wirklich nur ganz, ganz eingeschränkt funktioniert's. Das ist ein Wahnsinn. So. Jetzt haben wir Leons Ei, jetzt haben wir Needles Ei und jetzt kommt noch Karma dran und dann haben wir alle. Naja, schaut euch das an. Okay, da. So. Da sieht man es besser, ne? Wo hackt's ab, wollte ich schon sagen. Jetzt. Ne? Genau das Stück, wo es abhackt, da funktioniert es nicht. Das ist anstrengend. Und ich habe auch die Befürchtung, okay, dann im Nachhinein hier noch die lange Straße von ganz weit oben bis ganz weit unten zu nutzen. Weiß ich nicht so recht, ob das so von Nutzen ist. Wenn der Stick nach oben nicht wirklich funktioniert. Das Beste war bisher das Haus vor... der Weg vor unserem Haus, kann man sagen. Der war eigentlich perfekt besetzt. Wenn ich Glurak habe, werde ich dann wahrscheinlich dorthin fliegen. Jedes Mal fürs Eier ausbrüten, weil... Bisher ist mir nichts aufgefallen, was... besser wäre fürs Eier ausbrüten. Are you ready to finish the first Anlauf? The first Reihe, wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt hat mir jeder sein Ei... Oder jeder hat mir schon sein Ei geschickt. Aber jedes Ei ist einmal drangekommen und ein Lampi. Das ist sehr, sehr episch. Sehr, sehr nice. Ein Lampi. Oh yes. So. Dom, di, dom, di, dom, da. Oh yes. Gut, dann schauen wir mal. Namensvorschlag für Lampi. Oder gibt es da keinen Namenvorschlag? Schauen wir mal. Der Dive-Pfad öffnen. Das war Karma 1. Karma 1. Lampi. Und da haben wir 2 Namensvorschläge. Das schwache Licht seiner 2 Antennen zieht andere Pokémon an. Es ist somit ein idealer Begleiter bei Nachtangeln. Oh. Das ist aber nice. So. Es ist weiblich. Susi. Susi hat er geschrieben. Warum probiere ich es wieder? Aber da unten kann ich es probieren. So. Susi. Susi. Jupp. Genau. Gut, jetzt hat jeder schon ein Pokémon gehabt. Aber jetzt heißt es wieder dann Randomisieren. Aber für uns heißt es jetzt noch am Ende hier vom Part die restlichen Trainer hier knüppeln. Susi, hast du Bock auf das Team oder warum bist du schon hier? Sag es mir! So. Es ist natürlich nur logisch, dass sie da war, wenn ich es gerade ausgebrütet habe. So. Können wir uns jetzt mal schon schauen.
wo gehören die drei jetzt hin? Wo würde denn das passen? Ich würde schon sogar sagen, Flamely zum jetzigen Team. Es ist ein Feuer-Pokémon, Kampf, Feuer, passt eigentlich sehr gut ins Team. Es ist ein zweiter Starter, dann hat jedes Team zwei Starter. Also Flamely würde ich da jetziges Team zuordnen. Dann haben wir noch einen Flugdrache und ein Wasser. Wasser haben wir da unten eigentlich nicht. Elektrowasser würde eigentlich gut passen. Unten haben wir schon Wasser und da Flug. Es ist Eis. Es ist doch eine Eisschwäche, also würde ich eher so sagen. Dann hätten wir zwar noch eine gewisse Bodenschwäche dort unten. Hier. Na, gar nicht. Achso, doch, da, die zwei. Aber ein Hardcounter hier mit Flug, Wasser auch und Pflanze. Also ist das eigentlich eh recht gut. Hier wäre das eigentlich auch ein solides Team. Sehr, sehr solide sogar. Auch gegen Eis haben wir was. Ja. Also die Teams sind schon so langsam am Entstehen. Und das finde ich eben so geil. An der Idee mit den Gruppierungen. Das Team. Das Team ist ein Team. Was labert der? Da hätten wir hier. So episch. Irgendwie dritte Gen Power. Und dann noch hier das Flamely. Oh ja, sehr nice, sehr nice. Gut, allerdings heißt das... ja, eigentlich können... Oder so, ja, komm. So. Nee. Flamely. Darfst da natürlich hier nicht ausgeschlossen werden. Jetzt für ein Ende noch... Fürs Ende schaust noch bei den letzten Kämpfen zu. Oh yes. Söderle. Dann, was machst du da... Was macht der komische Typ dort oben? Ja, die anderen können jetzt auch noch nicht so gut kämpfen. Drassler Level 15 eigentlich schon vom Level her, aber ich weiß ja nicht. Ja, erst mal Knuff, Knuff. Wie soll ich mir das da vorstellen? Schaut euch das an, einfach mal voll aufgeschlitzt. Oh je. Zu dir können wir auch mal Hallo sagen. Hallo, Mann. Yes. Da ist Flamely noch süß. Dann entwickelt es sich zu einem der hässlichsten Pokémon, die ever erstellt wurden. Und dann zu einem soliden letzten Startermon, kann man sagen. Jo, niedlich. Niedlich ist Flamflam. Jo. Danke, danke schön. Ja. Und Drassler auch noch, wo wir dabei sind. Drassler ist ein Muss. Und wahrscheinlich dann am Ende oder nach dem Ende von diesem Part werde ich wahrscheinlich die Session beenden für heute und dann alle Pokémon wieder ein bisschen nachtrainieren, die es nötig haben. Ja komm, Gletscherimpo. Yes, so niedlich. Was dann auch wahrscheinlich zur Folge hat, dass Drassler sich schon entwickelt hat. Also, allerletzte Ball Drassler, komm. Noms was. Noms, noms. Oh, so niedlich. Yes. So, jetzt aber wirklich zu den letzten Trainern hier. Zwei habe ich schon gesehen, dort oben vielleicht noch jemand. Da ist der Dude. Die Mogelbaum sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracys Z-Kraft, Z-Kraft des Typs Wasser war wohl für sie zu viel. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn sie ein Aquarium Z nur auch nur sehen. Mogelmog. Ich hoffe ja wirklich, dass Game Freak sich eine Scheibe von Zelda abschneidet für das Switch-Spiel. Ein bisschen Zelda, ein bisschen Open-World-mäßiger kann man es schon gestalten. Das ist jetzt nicht ein großer negativer Punkt, der mir hier bei dem Spiel aufgefallen ist oder der generell bei Pokémon der Fall ist. Pokémon ist generell ein sehr, sehr lineares Spiel, also es geht nur in eine Richtung und die Wege werden versperrt. Hier kommt es dir vielleicht ein bisschen ärger vor in dem Spiel, weil durch die Cutscenes, kann man schon sagen, ein bisschen mehr Zeit verschwendet wird dadurch. Durch das Handholding, sagen wir jetzt mal. Oder das halt einfach nicht weitergeht. So, fight me. Was machst du da unten eigentlich?
Ein Pokémon-Kampf zu gewinnen ist schon mal leichter als ein LKW zu reparieren. Du reparierst doch nichts. Naja. Yes. Aber das wäre richtig episch. Oh. Und ich weiß, Pokémon und Zelda sind zwei verschiedene Genres und alles dran und dran. Aber man darf doch träumen, oder? Was war mit Pokémon-Bohnen? Durchbreche sein Kampfwillen. Und tot. Wupp, wupp. Generell finde ich Pokémon einfach eine sehr interessante Serie. Einfach die ganze Serie an sich, was man bis jetzt so erreichen konnte, was für eine Welt mit den verschiedenen Pokémon. Und auch für mich gameplay-technisch. Also, es ist wahrlich nicht das beste Spiel. Aber ich habe so viel Spaß beim Durchspielen. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Wenn man das hier so sagen kann. Ach ja. Löse! Oh nein! Was macht er jetzt? Nein, nicht die Donnerwelle! Wobei, eigentlich ist das eh sehr, sehr nice. Weil dadurch darf ich mich nochmal um meine Pokémon kümmern. Donnerschock. Da bin ich aber geschockt. Ja, von dem Damage eigentlich schon. Ich darf nicht vergessen, speziell hält das Viech nicht wirklich viel aus. So. Level up. Oh yes. Level 12. Level 8. Und Drassler vielleicht auch noch. Nope. Hätte ich nur nicht verloren, dann hätte ich gewonnen. Was du nicht sagst. Das hätte ich nie in Erwägung gezogen. Wenn man nicht verliert, dann hätte man gewonnen. Wobei, man hätte auch ein Unentschieden erreichen können. Sieht man den Pokémon kaum. Deswegen war ja der Kampf gegen alle so episch. Das kann ich immer noch nicht so glauben. Dass das genau so passiert ist. Ach ja. Süderle, da oben ist der letzte Trainer und dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Ich tendiere eher zum Panzer Aeron Team. Okay, der will nicht. Was ist mit dir? Mit der Route völlig selber, Prüfung 30, genau. Komm, hast du keinen Bock oder was? Sei gegrüßt, Mädchen auf Windelwanderschaft. Zieh dir mein Kind an! Was willst du? Ha! Zieh dir mein Kind an. Sagt er vor einem Pokémon-Battle. Okay, ist leicht verstörend, dass der da jetzt Geist-Pokémon, ein verstorbenes Pokémon schickt. So nach dem Sinn, ja. Wahrscheinlich ist mein Kind gestorben in echt und jetzt sehe ich das Kind in diesem Zubiris wieder und jetzt ist es irgendwie mein Kind. Okay. Also, soll ich es riskieren? Nachtnebel hat jetzt 15 abgezogen. Komm. Das ist über 50%. Also von der Roll her. Dankeschön. Hätte mich schon gewundert, dass dann die Roll wirklich so ausschlaggebend ist. Das mit der Regel muss ich mir jetzt übrigens auch noch überlegen, wie es so ist, ne? Auch mit Noise und alles drunter dran. Vielleicht überlege ich mir das noch storytechnisch. Dass durch das Abenteuer jetzt irgendwie Noise und 2 irgendwie gleich oder ähnlich werden und dann haben wir ein festes Regelwerk. Ja, schauen wir mal. Es wächst so schnell heran, unglaublich. Was ist mit dem Psycho los? Was ist mit dir los? Trainer und Pokémon sind im Prinzip doch wie Eltern und Kinder. Man ist glücklich, wenn sie glücklich sind. Aber man kann sie irgendwie so zu weit das Ganze betrachten. Zu weit? Ich kann nicht reden. Reden wir lieber darüber, dass ich nicht reden kann, anstatt den Psycho dort oben noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Naja, das war's auf jeden Fall für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann auf die nächste Route. Werden wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Und ja, schauen wir uns nochmal kurz unsere Teams an. Langsam aber sicher benötigen wir unsere drei Mentoren nicht mehr. Wisst ihr was? Ich lege jetzt einfach mal die Teams so hin, wie sie sind. Sodass jetzt nur noch unsere Ursprungsteam jetzt hier im Team ist. So, da haben wir jetzt eher einen guten Überblick über die drei Teams. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht noch ein viertes Team einbauen. Beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Vielleicht hat einer der Starter hier keinen Bock mehr. Nee. Es müssen ja nicht die Starter die Anführer sein. Ja, das wär's, ne? Eine vierte Gruppierung, die sagt... Fuck the system! What? Nur Starter dürfen die Anführer sein? Bei uns nicht! Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hier. Was würde denn eher passen? Eigentlich das Lampi würde auch gut gegen sowohl Loserdin als auch das Spinnenviech. Gibt sonst noch was? Da gab es ja immer wieder Wasser-Pokémon, neue Wasser-Pokémon, oder? In dieser Gen. Wasser, Käfer. Gab es da nicht einen dritten Wasserkäfer-Ding? Ach. Aber mir fallen gerade nur die zwei ein. Ja, Lampi, Panzer Aeron. Könnte da hilfreich sein. Wir haben Schnabel, also eine Step-Attacke für das Dingsbums-Viech. Zwar. Ja, das kann halt schwierig werden, wenn wir speziell angegriffen werden hier. Und was ist mit du? Ja. Das ist schon ein bisschen riskanter, würde ich sagen. Und das Team war jetzt schon. Gut, auf jeden Fall war es das jetzt für meine zweite Session. Wir haben schon ein ordentliches Team jetzt. Das freut mich. Oh. Es ist zwar viel mehr Arbeit für mich wegen Bearbeitung und Rahmen einfügen, all die Pokémon hier. Aber ich glaube auch dadurch, dass ich jetzt hier so Gruppierungen erstellt habe, muss ich nicht einzeln dauernd Pokémon hin und her switchen im Rahmen. Also ist das halb so schlimm. Ja. Nice. Ich freue mich auf jeden Fall wieder. So, das war's aber für diesen Part. Ich werde jetzt offscreen noch paar Pokémon trainieren. Ich muss noch den fünften Part, also das Story-Finale im ersten Arc, muss ich noch bearbeiten eigentlich. Beziehungsweise aufnehmen, die ganze Story, die ich da verschriftlicht habe. Das muss ich jetzt noch erledigen und das Ganze zurechtschneiden. Ja, auf jeden Fall war's das. Das sind nur so Einblicke hinter die Kulissen. Dann geht's beim nächsten Part wieder weiter. Und dann startet der zweite Durchgang, kann man sagen, mit der Auswahl. Gut, das war's. Leute, ohne Stempel, wie es ausschaut, ohne Brief. Na gut. Und ich weiß, ich sammle hin und wieder einfach offscreen die Briefe ein. Die Stempel, was auch immer, die Sticker. Aber ich werde jetzt nicht für jeden Sticker einen Brief schreiben, ne? Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Was Sebi sonst noch so verfasst. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt wirklich für heute, meine lieben Leute. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss und Baba.